Freunde, wir haben uns heute mal wieder einen Satz Gartenstecker, also Pflanzstecker oder Beschriftungsstecker gemacht für diese Anzuchtkästen und Töpfe, die man immer so hat. Dieses Mal haben wir mit Harz gearbeitet und wir zeigen euch mal, wie einfach das geht und dass das halt funktioniert. Wir haben euch jetzt schon ein paar Varianten gezeigt von diesen Steckern hier, die man sich selber machen kann. Man kann die natürlich auch kaufen. Seht ihr ja hier, das sind gekaufte. Man kann die natürlich sich selber eine Form machen. Und wer jetzt keine Form selber anfertigen möchte, der kann jetzt auch fertige Formen kaufen. Ich verlinke euch, wo man die kriegen kann. Das ist bei Ferbis. Die macht ganz tolle Formen aller möglichen Sorten. Und jetzt auch diese Pflanzstecker. Jetzt kann man diese Formen mit Beton ausgießen, mit Keramikgießmasse oder eben auch mit Harz. Wir machen das heute mal mit Harz. Beton haben wir euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt gibt es bei dem Harz ja auch wieder verschiedene Varianten, die man nutzen kann. Entweder diese schnelle Resin hier, diese zweikomponentige cremefarbige Resin, oder ihr nehmt eben dieses durchsichtige. Das dauert natürlich dann 72 Stunden. Dieses hier ist in einer halben Stunde ungefähr, ist das schon fest. Und muss man sich halt aussuchen. Bei diesem durchsichtigen kann man natürlich von jeder Kräutersorte könnte man jetzt hier ein Blatt mit eingießen und dann sieht man gleich auch, das ist Basilikum und das ist Petersilie und was weiß ich, ist eine coole Art. Dauert mir aber einfach zu lange. Wir nehmen jetzt hier diese Resin von der Toll Factory. Das ist jetzt hier das, was haben wir jetzt, 2 Minuten Resin. Ach, wo steht denn das hier immer? Das ist das 4-Minuten Resin. Es gibt ein 2-Minuten Resin, 4-Minuten und 9-Minuten Resin. Wir nehmen das aus der Mitte, weil sich das schnell verarbeiten lässt und auch gut. Da hat man nicht so eine Hektik wie bei 2-Minuten Resin. Wir müssen das abmessen. 1:1 wird das gemischt nach Gewicht, nicht nach Schätzen und nach Augenmaß oder wie auch immer. Das wird gewogen. Vorher einmal richtig durchschütteln. Jetzt ist wieder die Frage, wie viel passt da rein. Das muss man immer, wenn man es das erste Mal gegossen hat, kann man sich das aufschreiben. Und beim ersten Mal ist natürlich immer die Frage, wie viel brauche ich da jetzt. Ich denke mal 20. Gucken wir mal. Meine Waage war jetzt falsch eingestellt. Da gibt es ja immer verschiedene Maßeinheiten. Jetzt habe ich es erstmal auf Gramm gestellt. Ist immer so, sag mal, wie viel Gramm mache ich da? 30 Gramm erstmal von einer Sorte und 30 dann von der anderen und dann sehen wir weiter. Auch diese Komponente und gerade diese helle Weiße richtig durchschütteln und dann erst mal 32. 1000 Jahre. Das 100ste Mal drücken. Und sie hat es geschafft. Das 100ste Mal drücken, dann kommt Gramm. So, jetzt brauchen wir hier auch nochmal 32 Gramm wie eben schon. Vielleicht wird das doch wieder zu viel, aber werden wir sehen. Du bist jedenfalls so eine ehrliche Haut, dass du die Leute auch an deine Pannen teilnehmen lässt. Ja, ist nun mal so, das passiert. Und damit ihr wisst, dass man da keine Panik kriegen braucht, dann muss man das halt umstellen und dann ist das gut. So. Du erstaunst uns immer wieder. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich gut verrühren. Bei diesem 4-Minuten Resin hat man ja ein bisschen länger Zeit. Das heißt ein bisschen länger. In 4 Minuten musst du das gerührt und gegossen haben. Also man merkt dann schon, wenn man hier an dem Becher unten anfasst, wenn es warm wird, dann muss man sich auch wirklich beeilen. Dann fängt das nämlich schon an zu reagieren. Aber ich denke mal, das ist genügend gerührt. Rührt und nicht geschüttelt. Und dann kommt das einfach in die Form rein. Wenn man so eine Form gekauft hat, braucht man ja keine Angst haben. Das ist ja alles schon fertig gemacht hier. Die junge Frau hat ja nicht nur diese Form hier, ne? Die hat ja 1000 andere. Ohne. Also ich habe jetzt hier 3 verschiedene Kräuter, um euch das mal zu zeigen. Ich hatte mir ja selber welche gemacht. Aber die hat auch für Tomaten und Krams, also für Gemüsesorten. Und die hat auch welche, die kann man selber beschriften. Also dann könnt ihr die glatten bestellen, könnt euch die aus Beton, Keramik oder eben aus Harz selber gießen und könnt die dann selber beschriften mit den Sachen, die ihr jetzt nutzen wollt, die ihr anbauen wollt. Da gibt es so viele Varianten. Ich verlinke euch das. Dann könnt ihr da gucken. Könnt euch das aussuchen, welche Variante ihr nehmen wollt. Jetzt markiere ich mal ein bisschen die Bläschen weg. Also das mit dem Harz hier ist eine super feine Erfindung. Wieso?
Na, wenn das immer schön aussieht. Ja, sieht schön aus und geht auch immer ganz schnell. Also. Das mit Beton sieht rustikal aus. Hm. Das ist der Trabi und das hier wird der Mercedes. Ja, der Trabi. Gut, das geht jetzt hier rucki zucki. Das ist Ansichtssache. Haben wir in einer halben Stunde fertig. Man kann es auch anmalen, genau wie Beton. Ja, das werden wir hier machen. Ja, und man kann theoretisch, also in die Durchsichtchen, in diese durchsichtige Harz könnte er ja was eingießen. Und wenn er da Glitzersteinchen reinschmeißt, könnte er auch machen. Oder eben diese Glitterpuder, diese verschiedenen, die da so gibt, die kann man da einarbeiten. Aber kann ja mal versuchen, ob das hier auch noch geht. Nee. Hier kommt Farbe. Da kommt Farbe. Hier machen wir Farbe. Diesmal nee. Besteg auf meinem Recht. Oh, naja, jetzt müssen wir hart werden lassen. So, die halbe Stunde ist jetzt um und dann können wir das aus der Form nehmen. Und dann kann man das noch weiter bearbeiten. Rosmarin, siehst du, das konnte ich nicht lesen. Rosmarin ist das eine hier. Wer baut ein Rosmarin an? Und das andere hier, wir Unkraut. So Unkraut, siehst du, das konnte ich nicht lesen. Unkraut haben wir schon mal gar nicht im Garten. So, und jetzt kann man hier noch mit einem Cuttermesser oder mit einem Messer könnte man jetzt hier noch diese abschneiden. Habe ich wieder kein Cuttermesser hier, das gibt es da wohl nicht. Wenn man jetzt mit Harz gegossen hat, dann entsteht hier immer so ein bisschen Grat. Das Harz zieht sich nämlich zusammen nach dem Gießen und dann hat man hier immer so ein kleines bisschen hier so überstehen. Das kann man jetzt entweder, solange wie das noch weich ist, mit einem scharfen Messer machen. Ist natürlich immer ein bisschen Vorsicht geboten. Man kann aber auch einen Nagelhautentferner dafür nehmen. Den habe ich jetzt hier im Keller natürlich auch gerade nicht, weil ich das sonst eigentlich ja nicht benutze. Ich mache das eigentlich immer mit dem Messer. Aber Nagelhautentferner, damit kann man das einfach hier so lang schieben und dann geht dieser Grat weg. Wäre mal eine Überlegung wert, wenn man öfter mit Harz arbeitet, sich sowas extra für Harzarbeiten zuzulegen, aber die halt auch mit dem Messer zu machen. So, jetzt wollen wir die Teile natürlich auch noch ein bisschen farbig gestalten. Man könnte jetzt hier innen drin mit Farbe arbeiten, finde ich aber immer ganz schön schwierig. Also haben wir uns gedacht, wir machen jetzt hier oben einfach, so wie ich das sonst mit meinen Mixmedia-Sachen mache, dass wir hier oben einfach ein bisschen bunt drauf gehen. Und dann wird das sommerlich bunt, das Ganze. Mal ein bisschen blau wieder. Unten lasse ich weiß, da stecken wir ja in die Erde. Und dann können wir hier die Ränder noch ein bisschen farblich gestalten. Man kann hier noch mal ein bisschen mit Rot. Dann ist das so ein bisschen Mixmedia-mäßig. Wenn das mal nicht edel aussieht. Hier die Ränder. Also diese Harz kann man ja mit allen möglichen Farben anmalen, farblich gestalten. Und dann kann man das halt bunt machen, wie man möchte. So, und dann hat man hier Pfefferminze. Das Weiße bleibt ja unten so. An der Seite ist noch ein bisschen. Andere Seite da. Das nicht edel ist. So, Pfefferminze. Jetzt noch das letzte. Rosmarin. Rosmarin haben wir auch, glaube ich, noch nie angebaut, oder? Doch. Ja? Ja. Wir bauen Rosmarin an, ich habe keine Ahnung. Das wächst am Teich bei uns. Mhm. Das kommt jedes Jahr wieder. Mhm. Wir haben auch Thymian. Ja, Pfefferminze und sowas haben wir auch. Wir haben auch Schokoladenminze. Wir haben bloß noch nicht mit Rosmarin gewürzt. Das ist das Problem. Das kann sein. Ja. So, hier an den Seiten kann man das ja einfach sehen. So, und dann hat man ganz bunte Pflanzstecker. Man kann das natürlich einfarbig malen. Das war jetzt mal so ein Gag von meinem Mann. Er wollte das unbedingt so bunt haben, weil wir das sonst immer bei Mixmedia halt so machen. Aber die Gestaltung ist euch ja überlassen. Man kann auch theoretisch innen mit Pudern arbeiten, das da einarbeiten. Aber da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich finde die ganz cool. Man hat eben die fertigen Stecker. Man kann eine fertige
Form kaufen, muss sich damit nicht beschäftigen, wer das nicht machen möchte. Man kann sich trotzdem seine Gartenstecker machen. Und wie gesagt, man kann auch welche bekommen, wo jetzt nicht gerade schon was draufsteht oder drinsteht. Man kann die dann selber beschriften und kann dann halt jede Sache machen, die man gerne möchte. Also das ist jetzt, wie gesagt, eine ganz einfache Variante. Gut, wer jetzt nicht mit Harz arbeiten möchte, kann Keramik nehmen. Aber um euch mal zu zeigen, dass man da auch mit Harz drin arbeiten kann in diesen Formen. Ich verlinke euch das wie immer. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und schön. Mal was anderes. Und wer hat darauf bestanden? Ach. Kenne ich nicht. Da kam ein Wanderer des Wegs und hat gesagt, du machst das jetzt mal so.